Es ist, als stünden sie am Spielfeldrand und schauten zu, wie der eigene Regierungspartner untergeht. Im Parteivorstand der SPD bereitet man sich schon auf Neuwahlen vor. Die Wut auf die CSU steigt. Die CSU ist auf einem gefährlichen Ego-Trip, der Deutschland und Europa lähmt. Die CDU wird angesichts von Ultimaten, Erpressungsversuchen und Rücktrittsdrohungen in die Ecke gedrängt. Kompromisse sind bisher nicht in Sicht. So geht es nicht weiter. Olaf Scholz und ich haben deshalb heute Morgen gefordert, dass es ein weiteres Treffen der Koalitionsspitzen gibt, und zwar heute. Bei den Grünen ist die Stimmungslage ganz ähnlich. Seehofer könne nicht mehr ernst genommen werden. Sein Rücktritt sei die logische Konsequenz. Die Grünen bringen sich für eine mögliche Regierungsbeteiligung ins Spiel. Wir werden uns immer Gesprächen stellen. Aber wir sind extrem skeptisch nach diesen Chaostagen der letzten Wochen, dass da eine Regierung draus werden kann, die kraftvoll einen Neustart verkörpert. So, mehr ist im Moment nicht zu sagen. Wir sind für alle Fälle gewappnet. FDP-Chef Christian Lindner nennt das Verhalten der CSU verantwortungslos. In dem Streit gehe es vor allem um die Landtagswahl in Bayern, aber auch um politische Fehler der Kanzlerin. Nicht allein Herr Seehofer trägt in unseren Augen eine Verantwortung für die schwierige Situation. Auch Frau Merkel trägt Verantwortung für die Lage dieser Regierung und von CDU und CSU. Frau Merkel hat es nicht vermocht, in der Migrationspolitik eine Linie vorzugeben, der alle drei Koalitionsparteien vertrauen. Die AfD glaubt, vom Streit der Schwesterparteien profitieren zu können und gießt weiteres Öl ins Feuer. Das Ganze ist natürlich eine zerstrittene Koalition. Die sind mit sich selber beschäftigt und das ist uns zuzuschreiben. Jetzt sehen Sie, wie Jagd geht. Wir sind beim Jagen. Das Unionsdrama versetzt die politische Landschaft in Aufruhr. Gespanntes Warten in Berlin auf den nächsten Akt.